Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Starcode zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Ein neuer Tycoon mit neuem Glück. Das sind Kira und Anna und heute wird es rund oder eckig oder wie auch immer. Wir werden hier gefragt schon, ob wir Baby oder Eltern sein wollen. Yeah. Was wollen wir sein? Ich bin Baby. Ja. Alter, guck mal, wie klein ich kann. Junge, die Köpfe sind dann komm, voll komm, groß. Wir nehmen alle Baby los. Ja, lass doch alle Baby. Wir sind alle Babys. Wir sind einfach heute Babys. Oh. Oh, jetzt müssen wir uns ein Grundstück aussuchen. Lass mal gemeinsam so einen Kindergarten bauen oder sowas. Wir bauen einen lilanen Kindergarten. Das ist ja richtig gut. Oder ja. Grün. Lass mal oder einen lilanen Kindergarten bauen, yeah, oder? Ja, lila. Yeah. Was müssen wir hier machen? Warte, ich guck mir das mal an. Ich kann... Oh, es ist auf einmal voll dunkel geworden. Es wird Nacht. Ich hab, oh, guck mal, ich hab wir haben Bäume. Ein Baumdropper habe ich mir jetzt geholt. Oh, wir haben einen Baum. Wir haben einen Baum. Könnt ihr das sehen, wie viel Geld wir hier haben? Guck mal, wir haben schon 15 Dollar. Yeah. Was kann ich mir hier kaufen? Noch einen weiteren Baum. Noch einen Baum. Wir brauchen alle Baum. Wir produzieren einfach nur so Bäume einfach, gell? Hier ist ein super Baum. Was ist ein super Baum? Der kostet 10 Robux. Soll ich einen super Baum kaufen? Vielleicht leuchtet der. Kauf den super Baum. Super Baum! Oh, er leuchtet tatsächlich. Die Äpfel leuchten. Oh, wir brauchen irgendwie eine Lampe oder sowas. Hier ist Rabbit Light. Ich habe sogar schon 300 Dollar. Hier ist ein Hasenlicht. Soll ich das mal kaufen? Okay. Kauf das Hasenlicht. Ja, wir haben jetzt wirklich Licht. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Das ist der schönste Kindergarten der ganzen Welt. Ich kann mir. Wie viel kostet dreifach Cash? Wie viel kostet das? Ah, 600 Robux. Warum kann ich das nicht connecten? Dreifach Cash? Ich möchte Man das kann Cash sich einfach ein Motorrad kaufen. Echt jetzt? Wie viel kostet das? Hier, Motorcycle. Warte mal. Ah, das kostet 100 Robux. Ah, soll ich es kaufen? Okay, ich kauf's. Yeah. Oh, oh yeah. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Motorrad. Man kann sich hinten drauf an umfahren. Oh. Warte, nimm ich mit. Das Motorrad ist geschrottet. Oh, du hast es nur 5 Sekunden gefahren und schon ist es kaputt. Oh mein Gott. Das Motorrad wird jetzt einfach herumgeworfen, gell? Wir hatten das Motorrad ganze 5 Sekunden. Was ist das? Oh, ich habe mir einfach gerade Gras gekauft. Oh, ich habe schon... Was ist das? Wir können uns hier noch ein bisschen Bäume kaufen. Warte mal, ich guck mal, 150. Ein Baum. Und 450. Das Motorrad. Aber kann man hier resetten? Kann man das irgendwie resetten? Das Motorrad, soll ich es mal resetten? Ja, gehen wir auf Reset. Warte. Und... Ja, da ist es wieder. Ja, yeah. Aber ihr dürft es nicht so verschrotten. Nimm mich mit. Ja. Warte mal, ich kaufe hier nochmal eine Grasfläche. Yeah. Ah. Vielleicht können wir hier sogar so ein bisschen Rennen machen. Hey, ich kaufe mir hier die ganze Zeit nur überteuerte... Ach so, hey, guck mal. Über diesen Bäumen, da kommen so Dollarscheine raus. Das heißt, die Bäume, wenn man die kauft, kriegt man einfach Geld dazu. Das ist cool. Voll toll. Oh yeah. Wir fahren im Kreis. Oh. Aber wir fahren den schönsten Kreis der ganzen Welt. Wir brauchen, glaube ich, mehr Licht. Glaubt ihr, wir können... Oh ja, hey! Fahren wir nach Hause. Man sieht ja wirklich so richtig krass diesen Kreis, wenn ihr den fahrt, gell? Hinten dran diese Spur. Ja, das ist voll cool. Oh, ich versuche gerade einen Dropper auszubauen. Pack mal unser tolles Gefährt hier. Oh mein Gott, Unfall! Na cool, jetzt habe ich das selber parken. Nein, ich habe geparkt. Ja, ich habe noch mehr Licht gekauft. Yeah! So. Oh, hier ist ein Fluss. Alter, ich kann mir einen Fluss für 4.500 kaufen. Ja, wir brauchen einen Fluss. So parkt man, Anna. Oh. So parkt man, meine Liebe. Hast du es eingeparkt? Komplett? Oh. Ja, so. Ich bin das noch nie gefahren. Ich möchte auch mal eine Runde drehen. Oh ja, fahr das. Ich mache mit. Das ist zu schnell. Wir parken aus. Ich park aus. Okay, das ist für die Dings. Ich muss hier noch ein paar Bäume pflanzen und kaufen. Das ist cool. Warte. Das ist der Giving Tree. Der Giving Tree. Also Kleinkinder, die einfach so ein Motorcycle fahren. Hier fehlt einfach noch ein bisschen Gras. Ich fahre mal rum und erkunde die Stadt. Erkunde die Stadt. Such mal, ob du vielleicht irgendwo Geld finden kannst. Nimm mich mit. Dann, ich halte an. Ich komme mit. Ich mache eine kleine Frisur. 2000.
Alter. Der sieht ja mega aus. Das ist einfach Er sieht jetzt einfach wirklich aus wie so ein Kindergarten. Es sieht echt aus wie ein Kindergarten. Dann fahr ich alleine. Sprinkler. Hey, guckt euch das mal an. Warte, die Äpfel sind an die Seite gefallen. Sie gucken mich an. Ey, stimmt. Manchmal muss man die Äpfel, wenn die hängen bleiben, muss man die wieder in diesen Fluss reinsetzen. Ach so, das ist ein Fluss, der hier übrigens die ganze Zeit gebaut wird. Jetzt habe ich das erst verstanden. Jetzt habe ich den Fluss noch länger gemacht. Ein kleiner Bach. Ein Riesenbach. Ein kleiner Bach. Hey, guck mal, da oben auf dem Baum ist sogar ein Vogel. Seht ihr den? Guck mal, das, dieser kleine rote da. Ich möchte zu dem Vogel da hoch. Da will man einmal sein Motorrad parken und dann das. Wir brauchen eine Garage für das Motorrad, gell? Yeah, wir brauchen eine Garage für das Motorrad. Ich habe einen Zaun gekauft. Jetzt habe ich gut eingepackt. Das ist gut. Das nenne ich doch mal einen Platz. Das nennt man Motorradgeschick. Das ist so komisch. Ich muss die ganze Zeit Bäume pflanzen, um Geld zu bekommen. Ich bin in so einem Camp. Das ist so to home. Yeah. Man kann sich in den Bungalow. Kann man sich auch Sachen. Ich pack aus. Guck mal hier. Ja. Hier kann man sich geh mal da. Teleport to Bungalow. Was kann man hier machen? Ich weiß nicht. Das ist ja am Strand. Das sieht voll schön aus, ne? Wo seid ihr? Anna, geh mal in den Teleporter. Vor unserem Haus. Es ist so ein Teleporter. Kann ich schwimmen? Das ist voll schön hier. Ich kann schwimmen. Man kann halt echt schwimmen gehen. Alter, das ist wie im Urlaub hier. Immer cool. Wo seid ihr? Ich bin auf die Liege. Hier auf den Liegen vorne. So ist das Leben. Wir brauchen noch so ein paar Cocktails oder sowas, dann wäre das Leben perfekt. Aus so einer Kokos ist es einfach. Ja, aus so einer Kokos. Hier kann man sich sogar Kokosnüsse kaufen. Echt? Ja. Ich habe eine Kokosnuss. Ich auch. Ja, aber mein Kopf ist zu groß. Ich hänge in der Kokosnuss drin. Und jetzt damit auf die Liege. So, Das ist das Leben. Wir haben das allerbeste Kindergartenleben der Welt. Warte, wie kommen wir wieder zurück zu uns? Da, Teleport to Home. Hier wurde sogar das Motorrad geparkt, direkt vor der Tür. Ordnungsgemäß. Wer hat das wohl geparkt? Alter, wir haben 10.000 verdient, als wir am Strand waren. Was für Danger? Für Gift? Man kann sich hier einen super Giving Tree kaufen. Ich habe mir den jetzt angeholt. Der leuchtet ja richtig grün. Sieht voll radioaktiv aus. Der sieht echt radioaktiv aus, gell? Es ist der Giftbaum. Wir haben uns einfach gerade einen Giftbaum gekauft. Ich bin auf das Gras gekommen mit dem Motorrad. Aber es ist ja voll cool, wenn man mit dem Motorrad Alter, ich glaube, ich habe sie angefahren. Alter, wir haben jetzt schon voll viel von dieser Rasenfläche. Aber ich frage mich, ob das die ganze Zeit immer so weit nach hinten geht. Das Motorrad fliegt. Echt jetzt? Wie kann das fliegen? Oh mein Gott. Schaut es euch an, das Motorrad fliegt einfach. Habt ihr die Rasensprengler schon gesehen? Ja, die Rasensprengler sind voll cool vorne, gell? Ja. Wir haben jetzt auch lila eine Lampen. Echt, die sind voll schön. Das sind einfach pinke Hasen. Warte, ich kann hier das Motorrad wieder umparken. Ich frage mich aber, wie lang das ist, was man hier baut. Alter, das ist richtig... ich kann mir gleich... soll ich uns ein paar Zelte kaufen? Wir wollen schlafen. Das wäre richtig gut. Pass auf, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Wo sind die Zelte? Warte, ich kaufe die Zelte. Okay. Da sind sie. Alter, das ist sogar... Man kann hier, wir können rein. Guck mal, ich habe sogar ein Marshmallow. Ich will auch eins. Hier, komm. Kann mich nicht bewegen. Ich glaube, den kann man so... Echt, hast du bist im Zelt eingesperrt. Wenn ihr mal auf die Rückseite vom Zelt geht, seht ihr was ganz Besonderes. Der gibt mir keinen Marshmallow. Jetzt habe ich einen. Auf der Rückseite ist einfach so ein Marshmallow. Warte mal, Anna, hängst du jetzt im Zelt fest? Ich hänge im Zelt fest. Es geht wieder. Ich habe die Kokosnuss hat mich gerettet. Der Marshmallow hat mich festgehalten. Yeah. Das sah gerade so witzig aus. Es ist wieder Tag. 40.000 habe ich jetzt. Was soll ich kaufen? Soll ich nochmal so einen radioaktiven Baum kaufen? Ja, das ist dann voll... Die sind so ultra hell, gell? Es ist gefährlich, zu dem Hasen zu gehen. Was macht der Hase? Ich weiß nicht. Er ist Danger. Hallo, kleiner Danger. Kleiner Danger. Wie geht's dir, kleiner Danger? Danger. Hey, Danger. Ich brauche 18.000. Langsam wird bei mir das Geld aber immer knapp, du.
Warten wir schon mal hinten. 14.000. Kann man sich vielleicht noch irgendwo hin teleportieren? Gibt es da noch irgendwas? Teleportieren. Lass mal sehen. Ich weiß es nicht. Kann man in der Mitte noch irgendwas... Hey, da ist ein Theater, was man besuchen kann. Ein Theater? Ja, wir wollen ins Theater. Wollen wir ins Theater gehen? Komm, lass uns mit dem Motorrad ins Theater fahren. Ja, stimmt. Ja. Komm du mit dem Motorrad hinterher. Wir sind schon gelaufen. Du. Oh nein. Erwachsen? Oh, das ist nur das andere. Klein. Erwachsen? Klein. Hey, wo seid ihr? Ah, da hinten. Aber da hinten gibt es ja auch noch Leute. Oh, es gibt einen Swimmingpool hier hinten. Es gibt ein... Alter. Es gibt ein Freibad. Es gibt einen Sprungturm einfach. Komm, wie hoch der ist. Da will ich... Oh mein Gott. Oh, und man kann sich hier Hotdogs kaufen. Oh mein Gott, was ist das? Oh, Alter, was ein Paradies, und, gell? Was ist das? Oh, Eiscreme! Ich möchte mit dem Motorrad in das Schokolade. Ey, versuch mit dem Motorrad einfach die Treppe mal hochzufahren. Vielleicht funktioniert das. Guck mal, hier ist ein 2-Meter-Sprungturm. Ah. Dann hier 5 Meter. Und hier ist der 100-Meter-Sprungturm. Alter. Wenn dann 15. Oh mein Gott, oh Mist. Ich wollte eigentlich gerade mit performen. Ich bin mit dem Motorrad im Pool. Ich hab's gerade gesehen. Du bist einfach in den Pool raus. Du kannst im Pool herumfahren. Ich bin in dem Pool. Das ist so witzig. Yeah. Warte, ich möchte eigentlich gerne einen Sprung performen. So. Ihr müsst benoten, okay? Ihr müsst mir dann die Punkte gleich geben. Okay, bevor du springst. Ihr müsst euch an die Seite hinstellen und ganz genau zugucken. Das Motorrad liegt jetzt in der Okay, warte, ich spring mal runter. Okay, Bam, bam, bam. Okay, das ist ein Nachtsprung und ich nenne ihn den Hotdog. Das ist eine performante Sache, die ich mache, währenddessen ich einen Hotdog esse. Hiya! Sah gut aus, gell? Ja. Das war der Hotdog. Und am Ende isst man ihn. Das ist die Vorstellung. Das war der Hotdog. Ich mach den Hotcat. Wo? Ich wollte eigentlich gerne gerade das Motorrad nehmen und wieder zurückzufahren, aber es ist ja jetzt im Pool. Oh, das Motorrad ist jetzt einfach im Pool. Und diesen Sprung, den nenne ich den Miau Miau. Wow, ich habe einfach nur gesehen, wie du da richtig runtergekloppt bist. Ah, ey, ich bin gerade auf der anderen Seite und das ist ein Kino, glaube ich. Das ist ein Kino. Das ist ein Autokino sogar. Was? Wir müssen eigentlich mit dem Motorrad dorthin. Aber, ja, ich glaube auch, dass du da kannst du dir Popcorn holen. Ja, Popcorn. Popcorn. Ah, wir können sogar, glaube ich, über den Strand wieder nach Hause. Ich muss nämlich kurz das Geld wieder abholen. Boah, Alter, da ist sogar noch ein kleiner Rasen. Oh, hier ist so ein richtiger. Hier ist auch ein Brunnen. Hier ist einfach ein Springbrunnen. Kann man da Geld verdienen? Und so Stege. Nee, das nicht. Oh. Aber das ist ja mal voll schön hier. Das ist mega. Warte mal. Hier können wir ruhig bleiben. Das ist voll der schöne Ort. Ich bin gell? Sauer, Leute. Ah ja, hier, teleport to home. Ich kann mich wieder nach Hause. Ich muss auch mal kurz. Komm. Ich habe 160.000 Dollar inzwischen. Wir haben richtig gut Zeit gespart. Oh ja, 174.000 habe ich. Ich kaufe mal ein paar neue Sachen. Kommt nach Hause. Es werden Sachen gekauft. So, hier werden Bäume gepflanzt. Und hier wird nochmal eine Maschine hingestellt. Alter, was ist die Maschine? Hallo Denker, wie geht's dir? Warte, ich kaufe nochmal den hier. Oh, okay, jetzt verdienen wir schon viel, viel mehr. Ich glaube, gleich kann ich sogar was richtig Cooles kaufen. Oh, so. Und dann hier nochmal Gras hinten und nochmal... Oh, Barbecue-Party kann ich uns gleich kaufen. Yeah, wir brauchen die Barbecue-Party. Ich wäre auch für Barbecue-Party. Oh, das Problem ist immer, ich muss noch... Oha, aber inzwischen ist es voll hell bei uns, gell? Diese radioaktiven Bäume leuchten richtig cool. Die waren meistlich. Reset mal das Motorrad gleich. So, ich komme... Ah ja, warte. Ich gehe mal auf das Motorrad. Oh nein, jetzt bin ich zum Bungalow. Mist. Okay, jetzt bin ich wieder zurück. Und Reset. Ah ja, so. Oh, ich glaube, es geht. Ja, jetzt geht's. Okay, perfekt. Yeah. Endlich wieder schneller überall hinkommen. Das ist so viel Geld. Das ist mega viel. Warte, wie viel? Ich möchte das haben. Ich hole es nochmal kurz ab. Und dann können wir jetzt wollen wir eine Barbecue-Party schmeißen? Ja, ein bisschen grillen. Das ist ja richtig cool. Warte mal. Wo hat das denn gesehen? Das ist der Tree gewesen. Wie viel kostet der? Tree. Ah, 5000 nur. Das ist okay. Dann nochmal den hier. Was? So, wo ist das? Es ist das Barbecue-Party. Barbecue-Party. Oh mein Gott. Ist das... Alter, wir haben alles... Wir haben so eine Schinkenkeule in der Hand. Oh mein Gott, was ist das? Der Schinken ist einfach größer als unser Kopf. Nam, nam, nam. Ich habe noch den Hotdog. Ich hab noch die Marshmallows, Kokosnuss. Ich habe noch alles. Das ist ja mega lustig. Der Kokosnuss und Marshmallow und Hotdog und Ice Cream und Popcorn. Größer als unser Körper. Ja, Mann. Was ist das für ein Riesenknochen, gell? Ein leckeres Barbecue. Aber man kann das nicht mal essen, gell? Ja, nee, leider nicht. Aber allein schon die Idee ist lustig. Warte, ich habe hier nochmal einen Superbaum gekauft. Schaut mal, Denga kocht gerade Barbecue.
Danger kocht gerade Barbecue. Oh, Danger kocht Barbecue. Aber der dreht gar nicht. Der lässt es immer nur auf einer Seite, gell? Das wird verbrennen, Danger. Das wird wirklich, glaube ich, Danger, das kannst du nicht machen. Ich guck mal, ob wir nochmal Geld... Ah, nee, warte mal, ich kann hier noch diese Bäume platzieren. Die sind nicht so teuer. Oh, da sind wir sogar jetzt fertig. Crazy. Hey, ich glaube, dieser guter kleine Danger. Oh. Oder was ist... Oder so. Hasen. Oh, hey, guck mal, hier ist ein Hasengarten. Oh mein Gott, es sind zwei Danger. Danger und Dangine. Danger und Dangine, genau. Danger und Dangine sind gerade ein bisschen am Pflanzen gießen. Schön. Können wir den Garten noch größer machen? Warte. Rabbit Garden. Oh, ich habe aber nicht genug Geld dafür. Ich muss jetzt wieder zurücklaufen zum Geld. Ey, aber schaut euch mal diesen Fluss an, wie das aussieht. Ich bin viel schneller. Echt? Können wir noch schneller laufen? Geht das? Nein. Ich bin mit dem Fluss. Alter, 200.000 habe ich jetzt bekommen. Was wollen wir kaufen? Wollen wir weiter nach hinten bauen? Okay, wir wollen Dengas Garten größer machen. Dengas Garten muss größer gemacht werden. Oh, nochmal. Jetzt hat Denga und Dangine haben einfach Kinder bekommen. Oder das sind ja ihre Zwillingsbrüder und Schwestern. Was kann man da machen? Denga Junior und Dangine Junior. Ah, wieder Bäume. Wieder, ja, aber die Bäume brauchen wir, damit wir mehr Geld verdienen können. Das ist wichtig. Noch mehr Bäume. Hier kann man nochmal einen Tree Dropper holen. Oh, das ist wirklich viel. Ah, man kann noch weiter. Alter. Okay. Hier ist noch ein Baum. Ey, aber das sieht schon schön aus, wenn das man... Das ist mega schön. Ja. Das ist der allerschönste... Roblox-Ort, den es überhaupt nur gibt, gell? Ja. Das ist der allerschönste atomverseuchte Kindergarten der Welt. Das ist der beste Kindergarten. Falls ihr eine weitere Folge davon sehen wollt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir bauen dann später dann nochmal weiter. Aber Danger und Dangine haben jetzt schon mal ihren Garten bekommen. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch schauen, ob das noch besser wird. 170.000 haben wir auf der Bank. Wir werden weiter sparen, um euch den besten Garten zu zaubern. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao! Bye, bye! Ciao!